Willkommen zurück in Havanna. Wir stehen hier immer noch unten am Boden rum, doch wir begeben uns gleich mal hier die Leiter hoch, weil wir das können. Und gucken mal, ob wir hier oben vielleicht ein kleines Schätzchen abgreifen können. Ich glaube, das befindet sich irgendwo da drüben. Also hüpfe ich da gleich mal hin. Ja, also es gab ein kleines Päuschen hier. Und wir können uns immer noch akrobatisch betätigen. Leider muss ich jetzt wieder in die Steuerung reinkommen. Ne? So. Na, das ging nochmal ganz geschmeidig. Und schon können wir uns hier mal den Schatz erbeuten. Oh ja. Oh ja, oh ja, kann man nehmen. Ist auch sehr günstig, dass hier gleich die Schätze verkauft werden. Dann muss ich den ganzen Plunder nicht mit mir rumschleppen. Hallo. Ich bin schon wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Kann ich nicht eigentlich die Tür benutzen? Nee, ne? Schade eigentlich. So. Ja, Steuerung. Ich muss noch ein bisschen wieder reinkommen. Aber echt, hey. So. Wo geht's eigentlich hier hin? Hallo, liebe Leute. Ja, eigentlich müssten wir uns mal hier auf die Suche nach verschiedenen Missionen begeben. Dazu kann ich ja mal die Karte konsultieren. Wir haben hier natürlich ein riesiges Sperrgebiet. Wir haben natürlich auch irgendwo unsere Hauptmission rumflattern. Aber das dann erst später. Was ist das, eine Melodie? Neuer Shanty für ihre Crew. Aha. Okay. So. Upgrades für Edward kaufen. Ich habe ja eigentlich ein bisschen Geld, da kann ich ja mal hingucken. Und dann gucke ich auch mal, was mir als nächstes für Missionen anlachen kann. Okay. Hier gehen wir zum Gemischwarenladen. Dann müsste da vorne um die Ecke sein. Ja, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Also ein richtiger Wolkenbruch. So. Ja, wo ist denn hier der Laden hin? Oh, da drinnen vermutlich. So. Draußen geht gerade die Welt unter, aber wir sind erstmal hier im Gemischwarenladen, um uns einzudecken. Wir haben natürlich Schwerter, aber ich glaube, wir haben eigentlich ganz gute Schwerter, soweit ich weiß. Was wollte ich denn eigentlich mal haben? Das wollte ich mal haben. Aber 5000 Real können wir uns leider noch nicht leisten. Deswegen. Mal gucken, was hat er noch so? Pistolen. Aber können wir auch überhaupt nicht kaufen. Das ist eigentlich schade. Munition können wir uns kaufen. Kunstgegenstände. Dekoration. Ach. Dafür habe ich jetzt mal gar keinen Sinn. So, dann werden wir mal weiter gucken. Was wir denn hier noch machen können in dieser wunderschönen Stadt. Das ist ein Wetter, ey. Meine Güte. Na gut. Dann werden wir mal wieder die Karte konsultieren. Und wir gehen mal. Gibt es hier eigentlich keine Missionen mehr für mich? Ja, hier oben ist doch ein Aussichtspunkt. Assassinenauftrag. Okay, ich frage mich gerade, wo eigentlich die Hauptmission hin verschwunden ist. Ach, da unten ist die. Okay, dann gehen wir nochmal den letzten Aussichtspunkt hier oben in Beschlag nehmen. Ne? Und dann gehen wir mal weiter gucken. Wir wollen ja auch nicht unnötigen Schwachsinn verbreiten. Aber beeilen wollen wir uns bitte auch schon. So. Aber es sieht schon sehr schön aus, muss ich sagen. Mit diesem Dreckswetter. Mit diesen vom Wasser gefluteten Straßen. Also ist grafisch wirklich eine kleine Pracht, das muss man sagen. Okay, mal gucken, wo sich hier der Aussichtspunkt befindet. Den stelle ich mal kurz hier unter. Das ist ein ziemlicher Sturm, weil selbst hier drinnen ist Wasser. Das von der Decke runterkommt. Naja. Geh weg. So. Wo ist der denn? Ah, da ist er schon. Da kann ich ja auch gleich den Assassinenauftrag erledigen, weil. Na gut, eigentlich bin ich ja kein Assassine, um mal ehrlich zu sein. Was für Piraten? Hier sind irgendwelche Kumpels in Noten, da gehe ich mal hier hoch. So.
Ach, verdammt. Und das. Na, sollte sich wieder haben. Autsch. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Na, immer doch gerne. Na, und du, hast du irgendwas dabei? Na, 25 Real, na klasse. Vielleicht sollte ich mich dann doch mal ein bisschen auf Kaper- oder Handelsfahrt begeben. Weil ich Anna und hier solche Schwachmaten umbringe, bringt das ja nichts. Ui. Ich frage mich gerade, ob es eigentlich so einen Untergrund-Havanna gibt mit irgendwelchen Kanalisationen und Katakomben und Grotten und sowas. Wäre eigentlich auch ganz cool. Aber erstmal müsste ich hier irgendwie hochkommen. Ich glaube, ich habe da schon einen Weg gefunden. So, und da ich natürlich cool bin, nehme ich nicht die Leiter, die genau daneben steht. Ich muss das nicht machen. So, und jetzt, hey, das ist ein Animus-Fragment. Ich weiß ja nicht, was die genau bringen, aber ich nehme es mal mit. Außerdem kann ich so cool auf diesen Kreuz rumbalancieren. Das mache ich immer wieder gerne. So. Dann hier rüber und dann da hoch. So, mal gucken. Vielleicht nachher drüben, genau. Und weiter hoch. Man hätte bestimmt auch innen drin hochgekonnt, oder? Ich weiß es nicht. So, und dann gucken wir mal, wo jetzt sich hier der Aussichtspunkt verbirgt. Na, ist er schon. Wunderbar. Das war nicht wunderbar. Nein, falsche Taste gedrückt. Mann. Ja, desynchronisiert. Ich weiß es ja. Tut mir auch leid und so. Mann. Eigentlich wollte ich die richtige Taste drücken. Also das könnt ihr mir ruhig glauben. 2 von 8 Aussichtspunkten. Wie schlecht bin ich eigentlich? So, jetzt machen wir das mal auf die Schnelltour. Hoffentlich werden die Tode nicht gezählt. Das fände ich nämlich etwas, naja. Unschön. Aber egal. So, jetzt so einfach nur W drücken, damit der Typ sich hier hochbegibt. So, jetzt mal hier rum. Und jetzt eigentlich, soweit ich weiß, Shift. Also E ist fallen lassen, das will ich nicht. Dann ziehe ich mich mal mit W hoch. Okay. So, und mit E synchronisiere ich jetzt. Ach, schöne Gegend. So, 3 von 8 synchronisiert. Boah, wo sollen die anderen stecken? Das frage ich mich gerade. Hier gibt es anscheinend noch ein riesiges Außenareal. Was mir gerade mal auffällt. Da unten haben wir noch einen Aussichtspunkt, den nehme ich natürlich gerne jetzt mal mit. Oh. Mir ist gerade mal aufgefallen, dass die Stadt doch um einiges größer ist, als ich es vorher gedacht hätte. Tja, okay. Na dann haben wir noch einiges zu tun hier, muss ich sagen. Und ich hoffe mal, nicht schon wieder synchronisieren. Es gibt hier 4 Tasten, die man eigentlich drücken muss und andauernd verwechsel ich die. Aber nochmal ein schöner Ausblick. Ja, das ist jetzt mal für den Einstieg noch eine kleine Fail-Folge. So, jetzt, springe bitte. So. Wunderschön. Und dann begebe ich mich mal im Dauerlauf zum nächsten Aussichtspunkt. Der ja nicht so weit entfernt ist. Das ist eine Karte. Der Waffenhändler, ja, der ist so wunderschön, aber ich habe kein Geld, ich arme Sau. Ist eine Karte. Was hat denn die Karte auf sich? Ich könnte zwar einfach die Karte befragen, was es mit der Karte auf sich hat, aber ich gehe einfach mal hin und gucke, was es für eine Bedeutung haben könnte. Da liegt einfach jemand im Gebüsch. Queen Anne's Galleon. Das ist Havanna. Hey, die können wir eigentlich gleich mal einsammeln, die Schatzkarte. Sofern wir dafür hoffentlich keine Schaufel brauchen. Das sieht aus wie Havanna. Hier oben ist das Fort. Und hier unten, ganz im Süden, müsste unter so einer Bastion dürfte ein Schatz liegen. Das ist natürlich cool. Ich frage mich zwar, warum dieser Typ da im Gebüsch vergammeln kann die ganze Zeit. Ich meine, gibt es da keinen Gärtner, der mal aufräumt? Aber ist nicht mein Problem.
ist auch cool, dass manche Fußgänger erst im Nachhinein entstehen. Also dass quasi die Straßen schon vorgegeben sind, aber die Fußgänger halt erst im Nachhinein dazukommen, weil er sich vermutlich erst nachher dran erinnert. Und da kannst du nicht hoch, oder was? So, na egal, dann hüpfe ich halt hier rüber. Und kletter da hoch. Dann da hier rüber mal und dann hier rüber. Ich bin ja so ein kleines Äffchen, deswegen kann ich das. Ob man sich hier ein Haustier zulegen kann? Ich meine, als anständiger Pirat muss man doch irgendein Haustier haben, oder? So. Und vielleicht sollte ich mal nebenbei auch auf irgendwelche Truhen und Kisten achten. Weil die könnten mir dann doch einiges an Geld bringen. Wo muss ich denn da hin? Ach, da drüben. Okay. Uiui, das war knapp. So, jetzt hoch mit mir. Verfolgen Sie und fangen Sie die Notenblätter, um sie Ihrer Kuh zu bringen. Ich habe doch gar keine Kuh. Oder habe ich eine? Oh, ich mach das mal. Und bald habe ich dich, du Shanty. Yay, ich habe ein Shanty abgegriffen. Was auch immer ich damit will. Aber es ist ganz cool. Running down to Cuba. Ich meine, wenn man sich da während der langen Fahrt auf der Reise und auf der See irgendwas anhören kann, ist das auch eine ganz schicke Idee. Irgendwer wird hier wieder abgemetzelt. Sowas kann ich nicht dulden. Was geht hier im Hinterhof vor? Wer will's? Ich gehe sicher nirgendwo mit dir hin, du Lustknabe. Was? Ach, geh mir doch mal auf den Weg. So. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Ja, klasse. Mehr Leute auf meiner Seite, das mag ich immer gerne. Hey, wo geht's denn hier oben hin? Ich gehe zwar etwas komisch die Treppe hoch, weil ich immer 5 Stufen auf einmal nehme, aber ich bin's halt. So. Haben wir wieder einen Piratenkumpan gerettet. Vor der bösen Gesetzesmacht. Und gucken jetzt mal, wie wir hier oben raufkommen. Und ein Animus-Fragment sollte sich auch noch verbergen. Ja, mal gucken. Vielleicht hier in der Tür, geht das? Ah, das geht sogar irgendwie. Wunderbar. So, jetzt auf den Turm noch hoch. Hoch, sage ich. Geh bitte auf den Turm hoch und mach keine Faxen. Ich frage mich, wie sich das eigentlich auf einer Konsole spielt. So. Wupp. Nein. Kann er sich immer nur so ein bisschen fallen lassen? Eins runtergehen? Geht nicht, ne? Oder vielleicht sollte ich mal S probieren. Egal. So, jetzt gehe ich erstmal nach hier drüben. Und sammle das Fragment ein. Von dem ich immer noch unsicher bin, was eigentlich seine Bedeutung ist. Aber dann haben wir hier das hier. Und da drücke ich jetzt mal die Taste. Ich drücke einfach die Taste. Aha, und komme hier oben rauf. Und dann synchronisiere ich mal wieder. Wunderbar. Da frage ich mich gerade mal, was ist denn das da für ein Gebäude? Sieht interessant aus. So, okay. Dann kann ich hier bestimmt wieder einen Todessprung wagen. Bap. Yay! Ich habe 5 Aussichtspunkte synchronisiert. Ich bin der Hecht. So. Dann frage ich jetzt nochmal das Mäppchen. Oh, oh. Was ist denn das eigentlich? Ein Manuskript? Hier sind noch Truhen. Also wie gesagt, ich muss mal ein bisschen mehr auf Truhen achten, liebe Leute. Und dieser Aussichtspunkt liegt mitten im Sperrgebiet. Das ist keine Abschreckung, das ist eine Herausforderung für uns. So. Da hat irgendwas geleuchtet. Ach, das sind irgendwelche besoffenen Raufbolde. Na du, Bowie? Oh. Bist der ganz guter. So. Haben wir auch mal die lokale Straßenbevölkerung ein bisschen glücklich gemacht.
Okay. Die Mauern sind auf jeden Fall hoch, das muss man zugeben. Ich würde gerne da hoch. Und hier kommen wir wieder raus. Das ist wunderbar, aber erstmal muss ich einen Weg hier reinfinden. Diese Ranken sehen verdächtig aus. Ich probiere das mal. Aber nee. An Ranken kann er sich nicht hochhangeln. Wir sollten vielleicht dieses Baugerüst da nehmen, was unauffällig rumsteht. Sehen die uns? Ich schleiche mich mal hinten lang. Ihr seht mich einfach nicht. Das war cool, aber unbeabsichtigt. Aber solange es mir weiterhilft, ist alles ganz gut. Der kann sogar sliden. Meine Güte, ist das ein Hecht. So, die haben mich nicht gesehen. Da gucke ich mal, ob ich auf der Mauer lang komme. Ja, ich komme auf der Mauer lang. Halt die Schnauze, Papagei. So. Kann ich hier so einen Blick drüber werfen? Hallo, liebe Leute. Keiner da? Ich sehe keinen. Ich sehe hier keine Wache. Villa des Gouverneurs. Oh. Naja. Solange kein Fenster rausguckt, ist alles in Ordnung. So, wunderbar. Und schon sind wir ganz... Du siehst mich einfach nicht. So, denn ich synchronisiere ein bisschen. Den Kurier fangen und plündern. Ich verklopfe mal kurz meinen Verstärker und dann knöpfe ich mir den Kurier vor. So. Kommst du? Oh nein, ey! Eigentlich wollte ich den nur fangen und kein Attentat auf ihn verüben. Was mischt sich denn die Tante jetzt da ein? Ich habe hier gerade mal mördermäßig alle erledigt. Ach du Scheiße. Oh, ich bin fast tot. Das sollte ich vielleicht vermeiden, gänzlich zu sterben. Einfach direkt draufhacken, so. Und du bist auch Geschichte. So, ja. Der Kurier ist jetzt etwas beschädigt worden, leider. Ich denke, ich lege dich mal zu einer anderen Auslegewaren. So. Also eigentlich, ja. Wollte ich die nicht umbringen. Es tut mir auch ein bisschen leid. Das könnt ihr mir schon glauben. Aber es hat sich einfach so ergeben. So, das noch. Das ganze Stadtgebiet hier, Sperrgebiet? Wo gibt's denn sowas? Egal, ich nehme mal hier den Aussichtspunkt noch hoch. Und dann kann ich ja mal auf Schatzsuche gehen. Der Schatz müsste irgendwo hier unten sein, denke ich mir mal. Ist natürlich eine ganz spannende Sache. Gut. So, und wenn ich jetzt richtig rechnen kann, haben wir schon eigentlich eine Folge vollständig. Deswegen würde ich mal sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich stelle mich hier stylistisch neben die Fackel. Also ungefähr hier hin, ne? Und betrachte mein Tageswerk. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.